stehe hier am Seiteneingang unserer Kirche und Sie sehen, hier liegt ja schon der große Weihnachtsbaum. Der wird gleich am Nachmittag in unserer Kirche aufgestellt und dann hoffentlich möglichst viele Menschen zu Weihnachten erfreuen können. Das ist ein ganz schöner Kraftakt, diesen Baum hierher zu schaffen. Da braucht es viele Hände, einen guten Plan. Dankenswerterweise haben wir einige tatkräftige Männer, die da Jahr für Jahr für sorgen. Über den Weihnachtsbaum, da gibt es gleich eine kleine Geschichte, die ich Ihnen heute mit auf den Weg geben möchte. Papa kauft den Weihnachtsbaum ist eine Geschichte für Kinder von Ursel Schäffler, an der Erwachsene aber genauso viel Spaß haben. Den Weihnachtsbaum kaufe ich wie jedes Jahr, sagt Papa. Immer wenn Mama fragt, wann holst du denn den Baum, antwortet Papa, morgen. Endlich ist es soweit, Ole darf mit. Sie fahren zum Markt und sehen sich einen Baum nach dem anderen an. Schon ziemlich ausgesucht, findet Papa. Sie fahren zum Platz an der Kirche. Die Bäume sind zu teuer, sagt Papa. Sie fahren zum Platz neben der Post. Die nadeln ja schon, sagt Papa. Wenn Sie frische und billige Bäume wollen, müssen Sie sie aus dem Wald holen. Die Genehmigung bekommen Sie beim Forstamt, rät eine alte Frau. Sie kauft einen Baum im Blumentopf. Das ist eine gute Idee, sagt Papa. Papa und Ole fahren zum Forstamt. Der Förster erklärt Ihnen genau, wo Sie den Baum schlagen dürfen. Ich habe eine kleine Axt im Auto, sagt Papa. Dann stapfen Ole und Papa mit der Axt durch den verschneiten Wald. Der ist schön, ruft Ole. Er bleibt vor einem Baum stehen, der fast so groß ist wie sein Papa. Für den brauchen wir eine Säge, sagt Papa. Sie fahren zurück bis zum nächsten Haushaltswarengeschäft und kaufen eine Säge. Als sie wieder vor dem Baum stehen, sagt Ole, viel zu schade zum Absägen, findest du nicht? Du meinst, wir sollen ihn ausgraben, fragt Papa. Und nach Weihnachten einfach wieder eingraben, fällt ihm Ole ins Wort. Dazu brauchen wir einen Spaten, sagt Papa. Sie fahren zurück zum Laden. Als Papa den Spaten bezahlt, überlegt er, dass sie eigentlich auch einen Schlitten brauchen. Ein Baum mit Wurzeln ist schwer. Der Weg vom Baum zum Auto ist ganz schön weit. Und noch diesen Schlitten hier, sagt Papa kurz entschlossen zu dem Verkäufer. Oh, fein, freut sich Ole. Einen Schlitten wollte er schon lange. Frisch und billig, murmelt Papa und wirft einen Blick in den Geldbeutel. Die Summe, die er für den Weihnachtsbaum vorgesehen hatte, ist längst aufgebraucht. Ole und Papa müssen ganz schön schuften, weil der Boden halb gefroren ist. Eigentlich brauchen wir noch eine Hacke, sagt Papa. Aber dann schaffen sie es auch so. Hau, ruck! Da wackelt er schon, gleich haben wir ihn, ruft Papa und wischt sich den Schweiß von der Stirn. Sie binden den Baum auf den Schlitten fest und ziehen ihn so zum Auto. Leider passt er nicht in den Kofferraum. Wir binden den Schlitten mit dem Baum hinten am Auto fest, schlägt Ole vor. Dann müssen wir langsam den Waldweg entlang fahren. Da liegt Schnee, sagt Papa, und den Hasenberg, den müssen wir hinunterrodeln. Warum, fragt Ole, weil uns sonst der Schlitten mit dem Baum in den Auspuff fährt. Am Hasenberg parkt Papa das Auto. Als Ole und Papa auf dem Schlitten sitzen, hat der Baum nur noch senkrecht Platz. Papa klemmt ihn sich zwischen die Knie. Und dann geht es los. Erst ganz langsam und dann immer schneller. Durch den Baum kann Papa nicht richtig sehen. Und der Baum sieht den Baum leider auch nicht, der da plötzlich im Weg ist. Halt, schreit Ole. Es kracht. Ole spürt Tannennadeln im Mund und landet irgendwo im Schnee. Papa liegt auf der anderen Seite und hat den Weihnachtsbaum im Arm. Der hat ihn beim Aufprall geschützt, aber sein Daumen blutet. Gebrochen. Der Daumen muss in Gips, sagt der Arzt. Als sie nach Hause kommen, fragt Mama, na, habt ihr den Baum? Frisch und billig, brummt Papa. Und eine Säge, einen Spaten, einen Schlitten und einen Gipsdaumen haben wir auch mitgebracht, sagt Ole. Haben Sie schon Ihren Baum besorgt? Ich wünsche Ihnen, dass Sie nur gute Sachen mit nach Hause bringen, die Ihnen Freude machen und dass Sie gesund und behütet bleiben.